Herzlich willkommen zu meinem 500 Abonnenten Special. Eine Zahl, die wirklich unglaublich ist. Das habe ich zwar schon bei der 200 gesagt, aber bei 500 finde ich es wirklich jetzt unglaublich. Ich freue mich immer noch, dass sich so viele für den Modellbau begeistern und auch immer mehr dazukommen. Es freut mich immer, wenn ich neue Namen unter den Kommentaren lese und auch neue Videos von Leuten sehe, die bis jetzt noch nichts online gestellt haben. Euch möchte ich ermutigen, macht weiter, bleibt am Ball. Und ich freue mich auf jedes neue Video. Und ich gucke mir auch fast jedes an, muss ich auch dazu sagen, auch wenn ich nie einen Kommentar da lasse. Bei meinem 200er Video habe ich euch ja gezeigt, was ich bis dato gebaut habe. Und da dachte ich mir einfach, zu meinem 500er Video zeige ich euch, was ich noch alles bauen werde. Naja, sagen wir vielleicht nicht bauen werde, was ich noch alles bauen könnte. Das ist das Bessere. Also ihr seht da im Hintergrund schon das Stalingrad Battle Pack. Das ist fast fertig. Da fehlt noch die Infanterie und die Geländeplatte. Und von der Neuzeit hier, dem Set, da habe ich den Fennec fast fertig. Der kommt dann auch noch mal im Video. Ich habe noch eine ganze Ecke mehr im Petto. Ich möchte mir gar nicht ausrechnen, wie viel Geld jetzt hier auf dem Tisch liegt. Ein riesiger Haufen. Und das sind auch alles volle Kartons. Also da sind jetzt keine Leerkartons dabei, auch wenn da ein paar Modelle sind, die ich schon gebaut habe. Ich kann einen Leerkartonhaufen machen, der ist nochmal halb so groß, aber ich habe wesentlich mehr ungebaut als gebaut. Das ist schon nicht schlecht, aber ich möchte euch noch etwas Besonderes zeigen zum 500 Abonnenten-Special. Dazu müssen wir einmal durch diese Tür hier. Und diese Tür führt uns auf den Dachboden in meinem Elternhaus.
Hier steht jede Menge Krempel rum, aber den wollte ich nicht zeigen. Denn meine Eltern, habe ich das Gefühl, sind Speichermessis. Die sammeln hier nämlich alles. Ich wollte euch zeigen, was sich hinter diesem Vorhang verbirgt. Also abgesehen von dem Haufen Krempel, den ihr hier seht, verbirgt sich hier noch eine H0 Eisenbahnanlage. Die habe ich ja vor, weiß gar nicht, mittlerweile bestimmt auch schon 15 Jahren geschenkt bekommen. Also mit allem, mit Schienen, Häusern, Loks, Waggons, alles geschenkt. Außerdem, den habe ich mir selber gekauft in Berlin und die Ladung habe ich selbst gebaut. Ist schon etwas länger her. Ja, und die steht hier so rum. Also hier ist auch noch jede andere Menge Zeug. Hier noch ein paar Loks, ein paar Waggons, also auch alles schon älter. Hier, die Lok ist cool, die kann sogar qualmen. Das ist auch noch so eine kleine Lok. Man kommt aber nicht mehr gut dran wegen dem ganzen Gedöns, was hier steht. Dieser Raum wird eigentlich nicht genutzt, der steht leer. Hier könnte man eigentlich super einen Bastelraum draus machen. Aber jetzt steht das ganze Zeug hier. Und so steht halt hier meine Anlage seit, naja, keine Ahnung, 5, 6 Jahren still. Da hat sich kein Zug mehr drauf bewegt. Ich würde es jetzt auch gerne mal vorführen. Normal müsste es nämlich noch funktionieren. Aber mein Vater hat irgendwie den Strom abgeklemmt oder abgemacht, dass hier bloß kein Strom verschwendet wird, während das Anlegchen hier steht. So kann ich es euch nicht vorführen. Ich frage ihn vielleicht mal irgendwann, ob er mal wieder das Ding anschließen kann. Da versuche ich mal, ob das alles noch funktioniert. Aber normal müsste es laufen. Ich bin eigentlich auch recht zufrieden. Also ein paar Spinnweben sind hier, aber vom Staub und vom Dreck her hält sich das eigentlich alles noch in Grenzen. Die Häuser, oder wir können auch gerade mal drunter gucken. Da ist ein schönes Kabelgewirrwarr. So. In den ganzen Kisten übrigens, die hier drunter stehen, da ist abgesehen vom Plunder auch noch ein bisschen Eisenbahnzeug drin. Also hier hat alles geleuchtet. Die Weichen waren alle elektrisch, hier noch mit alten Märklin-Schaltern verbunden. Ein alter Travo. Steht da zufällig drauf, wie alt er ist? Nee. Also, keine Ahnung, ich schätze mal, das Zeug ist aus mindestens den 80ern. Vielleicht auch noch ein bisschen älter, ein paar Sachen sind neuer. Aber wenn ihr auch mal guckt, wie das Plastik sich schon verfärbt hat, dann ist alles schon ein bisschen älter. Tja Leute, das war mein 500 Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, ich habe noch jede Menge Sachen, die ich mit euch zusammen bauen kann. Also es dürfte theoretisch noch Stoff für die nächsten 20 Jahre sein. Und wenn ihr mir so lange treu bleibt, würde ich mich freuen. Ob ich so lange auch das hier betreibe, weiß ich nicht. Aber im Moment sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, abgesehen von den Semestertagen, die dann auch in ein paar Wochen wieder anstehen. Aber das heißt ein paar Wochen. Ich habe jetzt noch 2 Monate frei, also es folgt noch ein paar Videos. Ich versuche möglichst viel zu bauen noch und vor allem alles fertigzustellen, sodass ihr auch immer neuen Stoff habt und euch neue Sachen angucken könnt. Ich wünsche euch alles Gute, habt weiterhin viel Spaß beim Modellbau und macht's gut. Bis dahin, euer Panzerschmied.